Mach mal ganz kurz Stopp, Leute. Ich muss euch echt mal zur Brust nehmen. Wirklich. Ich habe keinen Plan, was ihr von mir wollt. Give it to me. Give me that stuff. That funky funk, that sweet, that funky stuff. Give me that stuff. Give it to me. Give me that stuff. Ich möchte Sie begrüßen zum heutigen Interview. Es geht um Couch & Corks. Das ist eine sehr namensstarke Elektronikgruppe im deutschen Business der elektronischen Tanzmusik. Und ja, ich will einfach. Entschuldigung, ich habe. Ne? Es kommt ab. Jägermeister und da hinten ein bisschen Hals. Wie seid ihr auf den Namen Couch und Corks gekommen? Also, ja, der Name, der ist ganz spontan gefallen. Das war einfach eine ganz normale, banale Situation. Also wir waren einfach besoffen. Ne? Also wir haben auf jeden Fall noch geplant zu expandieren. Okay. Weltweit. Also wir suchen jetzt gerade noch Sponsoren, die das alles so machen, aber... Wir sind dahinter. Wir sind. Achtung, wie krank, ne? Okay. Okay, im Endeffekt haben wir jetzt die letzten 2-3 Minuten schon einiges über Couch & Corks erfahren. Das gehört dazu. Es ist nicht leicht, nicht ein Geschäft zu überleben. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Ja. Was war denn? Ja. Was war dann euer zweiter oder was eigentlich euer nächster größter Auftritt? Ich meine, im Endeffekt müsst ihr ja ein bisschen zu zum Namen gekommen sein, ein bisschen zur Berühmtheit. Ihr seid ja nicht umsonst heutzutage verrufen auf Couch & Corks, werdet zu sämtlichen Gigs geortet, gebucht und ja. Unser nächster Gig wird auch Istanbul, ach, das ist weltweit, Memphis, Tennessee. Mit Take That haben wir auch noch ein Stück komponiert. Schwuchteln. Nee, das wird ziemlich gut. Also, sind auch, ach, was willst du überhaupt? Weißt du, schau dich mal. Ja. Erzähl doch du einfach mal. Wie überhaupt dieser Name Couch & Corks? Warum Couch & Corks? Also es ist manchen, es ist vielen ein Begriff, aber manchen dennoch ein Rätsel. Ja, Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Ja, Couch. Hängen nur auf der Couch rum, ja, machen Musik mit den Corks. Ist das echt? That's a real mic. Okay. Ja, haben Sie noch weitere Fragen? Bitte?
richtig fragen. Vom, jetzt vom Grundgedanken her, wer hat sich als erster von euch eine, diese Groovebox angelegt, zugelegt? Ja, das war eigentlich ein Kumpel von uns, ne? Also der wohnt im Wald, war ein bisschen längere Haar, Holzfäller, glaube ich. Ich weiß nicht, was verschafft er? Holzfäller irgendwann, hä? Es ist die Fee von Peter Pan. Die Fee, ja, ist ja genau. Ja, und der ja. Eigentlich, Entschuldigung. Ich muss ja sagen, quasi der Jules hatte ja seine Korg schon und wir hatten ja, oder der Alex hatte, oder der Alex und seine Gruppe hatte die Korg ja auch schon. Und dann haben wir uns ja erst kennengelernt, deswegen kann man da eigentlich nicht viel zu sagen, wer die zuerst hat. Ist eigentlich auch scheißegal. Im Prinzip klar, scheißegal. Aber es geht ja dann doch darum, also ihr habt euch im Prinzip durch die Musik kennengelernt, ja, ist das richtig? Ja, und halt auch die Kriege. So die Leute, mit denen wir rumhängen. Okay. Ja. Ich werde dich verklagen auf Schmerzensgeld. Wir haben das auf Video aufgenommen. Ja. Und Perle. Ja. To Perle. Es wird auf jeden Fall ein Nachspiel haben. Alles klar. Also ich muss sagen, der Jules trifft es auf den Nagel. Ohne die Groupies würde ich niemals Musik machen. Niemals. Den Nagel auf den Kopf. Was? Habe ich gesagt, den Nagel auf den Nagel? Den Nagel auf den Kopf, ja schon. Und klar, ohne die Groupies. Läuft nichts noch. Nee, ich mach. Also jetzt mal Spaß auf Seite. Okay. Ist ein cooles Gefühl, da oben zu stehen. Und Musik. Alles klar, das verstehe ich als DJ Minimal, Maximal, Gibt Styles. Im Endeffekt, in welchem Jahrhundert oder in welchem Jahrzehnt habt ihr angefangen Musik zu machen, Julian Kleinen? Also, wann war das schon mal? 2007. Ja. Es war damals in so einem, da waren beide im Urlaub. Ja. Mississippi, Delta, America, und wir waren in der Bar gesessen, das weiß ich noch damals wie heute. Ne? Wir haben uns Nachos ohne Ende reingehauen und da kam so einer zu uns und meinte, hey, also, ihr habt echt einen geilen Beat drauf und. Sieht total heiß drauf. Ja. Also, dass du dich daran noch erinnern kannst, das öffnet mir ein bisschen mein Herz. Ich sag mal, das spricht gerne für euch beide und okay. Wie gesagt, ihr habt ja die zwei Sampler, das sind die zwei roten Korgs und diesen Alan Heater zu. Warum habt ihr für die roten Korgs entschieden und nicht Julian, für die Blue Sky? Wir sind ja jetzt quasi vier, also man kann ja den Bambi noch dazu zählen und mit dem Alex. Der ist ja ein Grundstein für Couch und Quarks, sage ich jetzt mal. Also immer wenn ich Alex sag, fummelst du dir da rum, deswegen lasse ich das jetzt auch noch. Wie gesagt, Alex ist ein Grundstein, ist gerade auf dem Weg der Liebe. Viel Glück, Alex. Alex, Bro. Peace out, Nigga. Was hast du mit dem Alex? Keine
keine Ahnung, mal scheiß drauf. Jetzt hab ich's zu schupfen. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall. Das war unser erster Gag, das weiß ich noch. Jetzt, Alter, wenn du mir eine Frage stellst, dann erzähl ich dir. Okay? Und wenn du nicht so viele Informationen willst, dann stell Fragen, wo du nicht so viel Informationen erhalten kannst. Gut. Wie ist Koks und... Kautschuk und Koks entstanden? Dazu frage ich einfach mal Julian zu meiner Linken. Ja, also es war ganz spontan, die Aktion. Wir waren dann durch die zechte Feiernacht. Da saßen wir dann früh auf der Couchstock besoffen mit unseren Koks und ja, und dadurch ist der Name dann irgendwann so entstanden halt, ne? Weil es öfters immer so wieder fand. Okay, es war im Prinzip halt einfach die Couch und die Korks. Des Weiteren zum Bandverlauf und deren Gründung jetzt Gumba zu meiner Rechten. Das geht grad nicht. Ja. Okay. Ja. Also, zur Gründung kann ich jetzt nochmal speziell sagen. Wir waren alle auf jeden Fall nicht nüchtern, haben auch alle Musik gemacht, schon. Die Regler waren oben immer auf laut. Und ja, also man muss halt immer sorgen, dass halt auch der Alkohol immer genügend da ist und Strom. Bezahlt immer eure Stromrechnung. Ja, ich will einfach die Frage stellen, was hat euch dazu bewegt, so gut zu sein und wirklich... Entschuldigung, schluck auf. Was hat euch dazu bewegt, wirklich so gut zu sein, Gumba zu meiner Rechten? Wieso denn immer ich? Das ist doch... Nee, ich finde, das ist absolut in Ordnung. Entweder fällt was ein oder du bleibst einfach hinten dran. Es ist gerade gähnende Leere. Ja. Okay, dann gebe ich auch weiter zum Julian. Das gähnende Leere ist absolut in Ordnung. Ich meine, das gehört zu diesem ganzen Milieu dazu. Okay, was macht euch aus, ich will sagen, in diesem Elektro-Business zu überleben? Ja, ich denke mal, das ist einfach die Einzigartigkeit. Wir sind einfach einzigartig. Ne? Und wie gesagt, müssen Sie da immer trinken, wenn Sie mir Fragen stellen oder ich weiß nicht, sind Sie ein bisschen alkoholkrank oder? Ich möchte jetzt mal kurz entschuldigen. Gern, für was? Aber macht ja nichts. Auf jeden Fall, ja, wir sind einfach einzigartig, ja? Ja, und das war's zu viel zum Thema. Lass mich mal. Ja, gut, ihr spielt in den mehreren Clubs. Klangberg, München Tresor gehören dazu. Im Endeffekt, wie seid ihr dazu gekommen, wirklich auf diese Stufe des elektronischen Tanzgeschehens zu steigen? Ich frage jetzt einfach mal Julian, weil Gumba zu meiner Rechten ist extrem planlos. Ja. Okay. Wie war die Frage? Danke auf jeden Fall. Thank you.
zweite sehen Sie, sind Sie. Es ist also die Frage im Prinzip jetzt im Genauen gestellt. Du weißt so nichts mehr. War dann auch, ich bin ja professionell, ich mache das jetzt schon seit mehreren Jahren. Sonst bei mich einfach, ich habe lange Haare, ich weiß, ich bin schwul, aber Alter. Ich bin trotzdem dabei. Ja, im Endeffekt, wie kommt ihr dazu in so renommierten Clubs wie Tresor, Klangwerk, etc. einfach eure Musik zur Schau zu stellen, würde ich sagen, ne? Ja. Naja, er macht irgendwo Musik, jemand sieht jemanden und dann ruft er an, schreibt ihn mehr. Okay. Insgesamt etwas sehr Wunderbares, was ich auch nicht so ausschlagen will. Ich entschuldige mich, ich bin heute nicht ganz auf der Höhe. Ja. Schmust er doch ein. Bumba. Julian. Bumba. Julian. Das ist kein Problem für mich. So wie für die anderen auch. Okay, so viel dazu. Es ist ja auch so, dass ich schon zum Beispiel mit Alex Kork ja, so wie Anal ja. Auf eine Höhe standen. Wie fühlt sich das im ersten Moment an jetzt? Ich sage mal für so Beginner, wie ihr seid, ja, ich meine. Oder als Beginner? Ne, ich spare mir bitte, Sie sparen sich bitte im Endeffekt diese Kommentare, ja? Zu meiner persönlichen Angelegenheit, meiner Mutter. Ja, wie ist das für Sie, Guppa? Das ist schon gut. Oh, da habe ich das Mikro weggenommen, hä? Nee, ich meine. Entschuldigung, einen Moment bitte. Es ist so, dass jetzt heutzutage DJs wirklich mit der Kork nicht allzu weit angesehen werden, weil es ist halt einfach so. Wie ist Koks und Couch und Koks? Okay, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, einfach nur mit den Koks Musik zu machen und nicht einfach normale Turntables zu nehmen, wie das jeder andere DJ macht? Das ist ja auch was ganz Spezielles, sag ich mal. Guck mal, deine Meinung? Naja, also es war ja schon so gegeben, dadurch, dass der Alex und der Jules schon Korks hatten. Und mit Platten, das hat uns, sag ich mal, noch nie so richtig interessiert. Es ist was anderes, mit Platten aufzulegen, als mit Korks. Das ist auf jeden Fall logisch. Und live ist einfach geiler. Okay. Würden Sie es jetzt so einschätzen, dass es mit dem Korks im Prinzip schwerer ist, als mit Platten aufzulegen? Ja, das kann man so oder so sehen, würde ich jetzt mal sagen. Fakt ist, dass mit den Korks oder mit anderen Musikprogrammen erstmal die Musik so gestaltet wird, dass sie quasi für eine Platte, dass es eine Plattenmusik ergibt, quasi. Und deswegen ist es einerseits schwieriger, mit einer Korkmusik zu machen, weil halt du überhaupt kein Beat hast. Andererseits ist es auch, denke ich mal, nicht einfach, jetzt immer zu Platten zusammen zu mischen, wo die Übergänge bei einer Kork natürlich viel einfacher sind, wenn du das mit MIDI zusammenschließt. Und die Affen haben echt so getan, als würden sie bei uns mit, naja, sie haben bei uns mit reingemischt.
Die haben nicht nur so getan, die haben bei uns mit reingemischt und haben sich da oben feiern lassen. Wir standen ein bisschen weiter rechts unten. Hey! Was denn? Wie bist du? Ey, deine Fragen sind so gemüse. Wieso stellst du mir eigentlich die Fragen, wenn du mir die Antworten auch zuflüsterst? Wir halten allgemein die Fresse. Ach so. Ich denke, wir machen das alles von Grund aus selber. Jeder lässt sich natürlich inspirieren. Dude, what the fuck is wrong with German people? Also ohne Scheiße, ich höre namentlich euch wesentlich öfters, als ihr es wahrscheinlich selber für möglich haltet. Couch & Corks in der Hoodie, Couch & Corks war geil und geizig. Ja, also ich möchte euch bedanken, dass ich bei euch zu Gast sein dürfe. Wir sind in der Rhön Richtung Wegfurt. Der eine kommt aus Wegfurt, der andere kommt aus Neustadt, der andere kenne ich nicht, kommt auch aus Neustadt. Auf jeden Fall haben es alle extrem drauf und ich hoffe, wir werden noch weiterhin was von euch hören. Ein bisschen mehr Musik, ein bisschen mehr Styles, ein bisschen mehr Beats, ein bisschen mehr Bass. Ihr wisst, was ich meine. Und lasst es einfach weiterhin krachen. Geht steil, extrem. Puh. Bitches everywhere, ne? Ja. Gerne, das war's von eurem Moderator Fabian Fröhlich und wie immer beim nächsten Mal heute mit Couch & Corks zum Ende hin unser Einsatz. Jetzt zum Ende die letzten Sekunden. Julian, more fucking niggas with the attitude. And not small fucking Buddhist like no Couch & Corks like this to sound everyone. Shoop shooby dooba 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 doo. Let's get us up, Couch & Corks is the truth. Yo. Keine Hoden. Genau. Und deswegen konnte man es auch akzeptieren. Das ist in so einer freien Marktwirtschaft ab und zu mal mit der Börse auf und ab gehen kann, dass Leute bestochen werden, Menschen Bier trinken, andere tragen lustige Hüte. Manche andere ziehen aus, reisen nach Amerika, Indien, Australien, gehen demonstrieren. Der Spaß merkt das nicht mal. Nee. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Wie blöd haltet ihr mich eigentlich alle? Also brauchen. Ist schon gebaut. Ist schon gebaut, kippen, du Nicker. Ach du Scheiße, eine Zigarette. Jetzt müsste ich mich nicht verschnäbeln. Tja. Dann bleibst du drin, mal leicht gesagt. Da wirst du nicht. Geht's wie immer gefragt.